herzlich willkommen zum neuen Let's Play von Divinity 2. Ich habe vor kurzem das Let's Test Divinity 2 gemacht. Ist unter der Playlist GameStar zu finden. Ich habe das Game angetestet. Habe es als sehr spannend und gut empfunden und darum mache ich die Fortsetzung als Let's Play. Ich fange jetzt an mit der Folge 5. Die ersten 4 sind unter dieser Playlist zu finden. Also, wenn ihr die sehen wollt, schaut doch einfach dort mal rein. Ich starte jetzt einfach mal und mal schauen, was wir noch für Abenteuer werden erleben, zusammen. Gut. Ich kann gerade als letztes 2-3 Quests abgeben. Zwar als letztes bin ich da hinten gewesen, beim Schmied. Ich habe ihm einen Liebesbrief abgegeben von einer Frau. Von einem anderen Dorf. Ich habe eigentlich bei ihm etwas einkaufen. Leider ist er jetzt abgehauen. Die feige Ratte. Ja, ist eigentlich schade, weil ich hätte irgendwie ein bisschen Ausrüstung kaufen. Aber egal. Gut, ich muss erst wieder mal ein bisschen reinfinden. Was habe ich für ein Level? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Stufe 4. Stufe 4 länger gerade für mich. Ich glaube, ich gehe mal da in die Kapelle rein. Dort unten ist irgendetwas, habe ich in Erinnerung. So, mach auf. Auf! Wieso geht das nicht auf da? Scheiße Dreck. Wieso geht jetzt die Tür nicht auf? Da unten war irgendwie so ein Kämmerchen mit ein paar Gegnern. Level 4. Gott, vertell ich, wieso kommen wir jetzt da nicht rein? Hat er etwas zu erzählen? Auch nicht. Ich kann ja gar nicht anklicken. Hä? Okay, irgendein Problem ist gelaufen. Scheiße, ich kann gar nicht anklicken. Was soll das? Im Morgengrauen breche ich nach Allerot auf. Kauft Vorräte, bevor es zu spät ist. Ja, ja. Gut, ich muss das schnell neu starten. Moment, bitte. So, da bin ich wieder. Mal testen. Ah, jetzt geht's. Neustart vom Game hilft oft. Aha. Und so weiter. Ah ja, da ist ja der fliegend, schlafend. Ja. Sehr spannend, wie es aussieht. Hallo. Ja, ja. Gut, ich gehe jetzt da mal runter. Lässt sich nicht bewegen. Was? Ich bin doch da unten schon gewesen. Jetzt komme ich da nicht mehr. Nicht rein. Scheiße, die Wandern, hey. Also. Hat das Ganze nicht gebracht. Gehen wir halt wieder raus. Okay. Schauen wir mal, was wir für Quests haben. Tagebuch. Jagd auf der Louis hinten. Hinterlassenschaft. Das ist der Turm, Goblinherzen, die Säue. Ich soll einige Suchende davon überzeugen, ihren Posten bei... Ah, okay, ja. Gut, das ist gut. Wie wäre es mit einem schönen Verlobungsring? Oder ja, darf es vielleicht ein magisches Amulett zum Schutz auf euren Reisen sein? Da ist, glaube ich, noch die Hure Kneipe, da bin ich gar noch nie drin gewesen. Vielleicht gibt es da etwas zu essen zu kaufen. Die Taverne. Noch nie sind mir solche... Ach, diese... Perversen. Uschi ist ein schöner Name, egal was man für Witze darüber machen kann. Ja, Uschi. Nichts reimt sich auf Uschi. Wäre ich keine Dame, würde ich Ihnen in den noblen Hintern treten. Ja, ihr könnt sie doch rauswerfen, oder? Ich flehe euch an. Ja, also machen wir das. Hey, das ist mal eine Taverne, hey. Hier habt ihr wieder Bier. Sag mal, Schätzchen, kümmerst du dich auch um die Betten? Nein, nein, ich bin nur Kellnerin.
Warum wackelst du da nicht zurück und holst mir Bier, hä? Gut. Salut. Lauf mit weg. Seid gegrüßt. Ihr seid der Erste, der sich reintraut, seit die Suchenden hier aufgekreuzt sind. Die sind ganz schön laut, was? Laute Gäste sind ein Ärgernis, aber diese Leute belassen es nicht nur dabei. Sie haben all meine Gäste vergrault. Und wie sie die arme Elsa belästigen, ist einfach nur frevelhaft. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Heißt das, ihr werdet was gegen diese Kerle unternehmen? Wunderbar! Sicher? Also, mal Meinung, Süße. Wir haben Durst hier drüben. Was? Wer seid ihr? Merlin, das glückliche Ferkel. Ein Drachentöter. Das ist ja ein Ding. Das... Hey, wer seid ihr? Trinkt ihr am besten einfach weiter, nein. Hat euch eure Mutter keine Manieren beigebracht, kleiner Wurm? Ah, die liebe Elsa aus der Schenke. Wenn sie nur wüsste, was ich denke, dann bringst sie mir den Gerstensaft. Hätte ich sie gerne angefasst. Ihr Suchenden braucht eine Lektion im guten Benehmen. Leute, dieser Drachentöter will es wissen. Aha. Suchende, was zum Göttlichen geht hier drinnen vor sich? Hey, grad das Vierte kommt auf mich, die Weicheier. Leutnant, also wir... Ihr seid völlig betrunken, ein Skandal. Aha. Drachentöter, Meldung. Was ist das hier für eine Sauerei? Dem genug nachzuurteilen. Eine Mischung aus Schweißbier und eingelegten Zwiebeln. Eure geschätzten Suchenden haben sich betrunken und wurden ungehobelt. Als ich sie zur Rede gestellt habe, wurden sie aggressiv. Trunkenheit, unehrenhaftes Betragen und Gewaltanwendung. Eine Schande für unseren Orden. Das finde ich auch. Sofort zurück in die Kaserne. Ich werde euch noch vor Sonnenuntergang auf eine Strafexpedition schicken. Adios. Wir können in der Kaserne weiterreden. Ich gehe jetzt dorthin. Achso. Ciao. Gut, Junge. Der Leutnant hat sie ganz schön zusammengestaucht. Ah, wie ich gesagt habe, sie sind weg. Und ihr habt euer Wort gehalten. Wann immer ihr etwas bei mir kaufen wollt, ein guter Preis sei euch gewiss. Mhm. Elsa und ich sind euch sehr dankbar. Ihr seid im Schwarzen Eber immer willkommen. Gut, kleiner Rabatt ist immer gut. Formel für sehr geringe Aura der Vergeltung. Aura der Vergeltung, Wahrscheinlichkeit von 10% eines automatischen Gegenschlags, bei dem der Gegner 20% des Schadens erleidet, den er euch zuvor zugefügt. Na, oder? Ah, das ist für Rüsch. Nein, das interessiert mich nicht. Ich nehme das Geld. Ja. Aber ich habe eh noch nur... Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Aha. Der Lieblingsgast im Schwarzen Eber. Was kann ich für euch tun? Ja, ich wollte ein bisschen handeln. Tim verneigt sich demütig vor eurem Antlitz. Also, warum solltet ihr nicht daran einen Vorteil ziehen? Ja, finde ich auch. Gut, was hat er so? Hühnchenkeule. Ah, das ist aber günstig. Da nehme ich mal alle. Den verkaufe ich. Den verkaufe ich. Plus 9 Mana. Den brauche ich nicht. Yeah, nein, brauche ich auch nicht. Das behalten. Befehle brauche ich auch nicht, kannst du auch haben. Brauche ich auch nicht. Ja, der halt. Also, und dann... was nehmen wir noch? Ja, ist das alles gleich? 68, geht das Zeug schuren teuer. Also, nach dem Preis an würde ich jetzt sagen, das ist alles gleich.
Hält alles gleich viel. Ja, was nehmen wir da? Ja, kommen wir einfach das Bier, hä? Gut. Okay. Danke. Schau jetzt, jetzt komme ich wieder. Joseph! Torben! Junge, es ist wirklich gut, aus dieser stickigen Mine raus zu sein und vor einem gemütlichen Feuer zu sitzen. Ganz deiner Meinung, Kumpel. Dieser Gasthof sollte eigentlich im Minenlager stehen. Das wäre der Himmel auf Erden, wenn Elsa jeden Tag ein gutes Essen servieren würde. Ihr Anblick ist auf jeden Fall schöner als der von Gildenmeister Wilhelm. Also ich werde das Let's Play ein bisschen langsamer angehen als Let's Test. Ich werde da auch ein bisschen zuhören. Ein bisschen schauen, dass man etwas mitbekommt von der Geschichte. Einfach, dass ihr das auch gerade wisst. Dass ihr vorgewarnt seid, dass es abartig langweilig wird. Nein, ich spiele solche Games, also Rollenspiel, wollte ich einfach sicher immer schön langsam durchgamen, dass man alles ein bisschen mitbekommt und so. Und ja, ich finde, das ist ja der Sinn von dieser ganzen Sache. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich freue mich, euch zu sehen. Überzeugt euch von meinem Warenangebot. Oder könnt ihr mir vielleicht einen Gefallen tun? Was ist das für eine? Nur eine klitzekleine Angelegenheit, aber sie belastet mich. Versteht ihr? Aha. Neulich habe ich eine Wache dafür bezahlt, einen Hasen zu erlegen. Ich habe ihn jedoch nie bekommen. Sag ihm das doch. Würde ich ja, aber meine Statur ist nicht besonders einschüchternd. Ihr seht, wie jemand aus, mit dem nicht zu spaßen ist. Redet mit dem Kerl, ja? Er heißt Kunrad. Kunrad. Ah, Drachentöter. Habt ihr euch den Flegel vorgeknüpft oder wollt ihr sehen, was ich im Angebot habe? Ja, ich hab da mal schauen, was du hast. Ja. Was? Moment jetzt mal, was habe ich? Ich habe ein Einhandschwert. Einhandaxt. So etwas wie... Was? Das Zeug kostet ja anders nicht viel. Rüstig. Nein. Nein. Das Zeug interessiert mich eigentlich alles nicht. 51 Mal, hey, shit. Gut. Du kennst mich mal, du Schwein. Ich habe da noch irgendwo einen Ring, den wollte ich eigentlich anlegen. Habe ich da jetzt angelegt? Hasen. Ah, das ist ein Ohrring. Voll geil. Das ist ein Armreif, der bringt mir nichts, den nehme ich raus. Den verkaufe ich mal bei Gelegenheit. Gut. Gehen wir mal weiter gucken. Salut. Was haben wir da oben noch? Tür. Was bist du für ein? Einen guten Tag, junger Drachentöter. Was kann ein Mann der Medizin für euch tun? Hallo, was hast du für so eine hure Hut da, Mann? Ganz einfach, als Schutz. Schutz vor was? Vor hinterlistigem Gedankenlesen. Und wie viel haben die gab? Nicht viele. Eigentlich nur Drachentöter und Drachen. Und dennoch habt ihr dieses sonderbare Gerät konstruiert? Verheimlicht ihr etwas? Oh, nein. Jemand könnte wertvolle Rezepturen für Medikamente stehlen. Ja, das ist der Grund. Dann machen wir gerade mal Gedanken lesen, hä? 133. Dieser Versuch versetzt euch einen fiesen kleinen elektrischen Schlag. Oh. Ja, das Gerät funktioniert. Pech gehabt, Drachentöter. Ah, schönen Tag noch.